jeden Block, den ich mich fortbewege, bekomme ich ein Herzschaden. Bedeutet, um nicht zu sterben, brauche ich immer wieder eine große Anzahl von Essen, damit ich immer wieder meine Herzen wiederherstellen kann. Ist nur ärgerlich, wenn der Spawn so aussieht und hier nicht viel Essen ist. Wie ich diese extreme Challenge versuche zu meistern und ob mir das Ganze gelingen wird, erfahrt ihr in diesem Video. Ich habe super viele Stunden und Tage in dieses eine Video investiert, deswegen würde ich mich riesig über einen Like freuen. Abonniert diesen Kanal, ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und ganz viel Spaß mit diesem besonderen Video. Bin ich an dieser Challenge gescheitert. 2024 werde ich das Ganze ein weiteres Mal probieren und zwar noch extremer. Und zwar damals war ein großer Vorteil, den ich hatte, dass ich mit Dörfern traden konnte. Also besser gesagt mit den Villagern. Ich werde heute komplett auf Villager-Trading verzichten und dadurch wird diese Challenge noch einmal viel extremer. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt eine, also, gute Überschrift für das gesamte Jahr 2024. Denn irgendwie sind alle Sachen, die wir so in letzter Zeit anfassen, noch extremer, noch krasser und wir steigern uns immer und immer wieder weiter. Aber das ist eine Sache, die ich jetzt endlich auch mal hinbekommen möchte. Für jeden gelaufenen Block wird heute... wird mir ein Herz abgezogen. Das sieht jetzt am Anfang noch relativ entspannt aus. Liegt auch ehrlich gesagt daran, dass ich halt volle Hungerbalken habe. Glaubt mir... die Hungerbalken, die werden nicht für immer dort bleiben, denn Regeneration zieht mir am Ende immer wieder Hungerbalken ab und ich werde auf jeden Fall eine Menge Essen brauchen. Als ich vor 4 Jahren bei dieser Challenge gescheitert bin, bin ich gestorben mit wirklich, also mit Tonnen an Fleisch im Nether. Es ist immer noch etwas sehr Frustrierendes und ich habe 4 Jahre später, oder ich habe 4 Jahre gebraucht, um diesen Schmerz zu verarbeiten, um endlich einen weiteren Try zu starten. Es gibt bestimmte Taktiken, die ich anwenden werde und ich werde taktisch auf jeden Fall hoffentlich eine Meisterleistung heute mal wieder abliefern. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch auf jeden Fall eine meisterhafte Leistung abliefert und einen Like da lassen könntet. Abonniert auf jeden Fall auch diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ist ein einziger Klick und wird mich riesig unterstützen. Wir können jetzt schon nicht mehr regenerieren. Nur damit ihr das jetzt mal versteht. Denn ja, bei 8,5 Hungerbalken ist Feierabend. Das ist ganz lustig, denn wir haben nur noch 7,5 Herzen. Das ist halt echt überhaupt nicht gut. Was auf jeden Fall noch gleich geblieben ist, die Bewegung auf der Y-Koordinate, also nach oben und nach unten, das wird nicht als Block-Movement gewertet. Das bedeutet, ich kann rein theoretisch, und das haben wir in anderen Challenges in letzter Zeit schon häufiger gesehen, ich kann mich auf jeden Fall nach oben und unten bewegen, ohne jegliche Probleme. Das ist ganz gut, das ist ganz nice und das werden wir auch eventuell für die ein oder andere Aktion auf jeden Fall benutzen. Ja, nur trotzdem muss ich mich jetzt erstmal um Essen kümmern. Und Essen ist jetzt auch erstmal... naja, es ist halt jetzt echt schwierig. Wir brauchen halt eventuell Monster, um an brauchbare Sachen ranzukommen. Meine Rede ist da bei Spinnen, denn ich habe vielleicht vor, mit einem bestimmten Item mir eine Menge Essen ranzuholen. Juhu, ihr wisst schon, über was ich rede. Oder eventuell, ja, mit einem Zombie, direkt an Rotten Flesh. Meinetwegen auch sehr gerne an eine Kartoffel oder eine Karotte. Würde ich auch unfassbar, also würde ich sehr gerne begrüßen. Wir machen uns mal ganz kurz auch nochmal eine Schaufel. Wir machen uns auch einen Ofen. Und ich glaube, ein Boot ist gar nicht so verkehrt. Nun ja, wir müssen aber erstmal hoffen, dass wir auf jeden Fall einen Setzling hier bekommen. Denn ohne Setzling haben wir auf jeden Fall erstmal ein Problem. Der ist aber schon mal auf jeden Fall am Start. Und ich würde ihn ganz gerne mir ranholen, ohne dass ich einen Block laufen muss. Und ja, das haben wir in anderen Challenges in letzter Zeit sehr häufig schon gesehen. Glaubt mir, es wird ein bisschen anders als Level gleich Teleport, denn ich werde hier wirklich den Luxus haben und mich wirklich auch bewegen können. Nicht so viel bewegen, weil bewegen bedeutet am Ende wirklich viel Essen. Nun ja, also wir müssen jetzt erstmal warten, bis es Nacht wird. Mein Spawn ist auch unfassbar schlecht. Also wirklich, es ist halt echt gar nicht gut. Wir haben tatsächlich nur einen einzigen Setzling hier rausbekommen. Hoffen wir, dass sich das, dass sich das nochmal ändert. Grasbüschel 2. Grasbüschel und kein Seed. Im absoluten Notfall können wir uns auf jeden Fall nochmal nach da vorne bewegen, den abbauen und hoffen, dass wir einen bekommen. Und ich meine, wir können im Notfall halt wirklich dann halt auch Weizen anpflanzen. Oder wir töten Skelette, die uns halt auf jeden Fall Knochen geben können. Damit kriegen wir noch mehr Seeds. Es ist halt nochmal so viel krasser, ne? Ich bin damals, ich habe mich früher in dieser Challenge vor 4 Jahren direkt in Dörfern spawnen lassen. Aber ich will nochmal ganz kurz dazu sagen, ich greife momentan alte Challenges auf, die ich damals nie geschafft habe. Und ich mache sie noch schwieriger. Es ist aber geil. Es ist genauso wie bei Nur nach oben, dass ich auch jetzt gesagt habe, in der 2024-Variante verzichte ich auf das Holz. Und grinde erstmal 6 Stunden lang durch Deep Slate mit einer Hand. Und am Ende habt ihr das Endresultat gesehen. Wir haben
haben es hinbekommen. Und ja, auch wenn ich mich mit einem Boot fortbewege, wenn ich mich mit einem Pferd fortbewege, wenn ich irgendeine andere Fortbewegungsmethode nehme, ist das ja trotzdem ein Block Fortbewegung. Das heißt, es würde auch ein Herz Schaden verursachen. Wenn ich beispielsweise jetzt eine Enderperle werfe und diese Enderperle 30 Blöcke weit fliegt, dann ist das eine Veränderung meiner Koordinate um 30 Blöcke und ich würde 30 Herzen Schaden auf einmal nehmen. Ist eine Sache, die ich, by the way, auch nicht unbedingt in Kauf nehmen möchte. Deswegen sind Enderperlen für uns heute auch keine Option und darauf werden wir auch verzichten. Alright, Leute. Es beginnt. Es wird Nacht. Also, wie gesagt, Zombies und Spinnen sind der Way to go. Oh, der erste Besucher. Sehr, sehr, sehr gut. Und damit wir gar kein unnötiges Risiko eingehen, machen wir unsere erste kleine Mini-Trap. Kollege, es tut mir leid. Das Ganze wird mich halt noch weiteren. Oh mein, das ist richtig gemein. Er droppt nicht einmal Rotten Flash. Okay, naja, dann, Spinne. Reagiere. Ja. Ja, also die... Oh. Oh mein Gott, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Okay, es hat funktioniert, es hat wirklich funktioniert. Zwei Strings und wir sind hier drin. Wie kann das sein? Wie kann sie sich denn umdrehen auf den Weg, während sie gerade Aggro auf mich hat? Okay. Zwei Strings. Oh mein Gott, wir haben zwei Strings. Wir haben unnötigen Damage bekommen, aber wir haben... ja, wir haben zwei Strings. Zwei Strings ist schon mal gut. Wir müssen unbedingt an ein einzelnes Rotten Flash kommen. Oder meinetwegen auch gerne ein bisschen mehr, damit wir an das Wasser können. Weil sobald wir an das Wasser können, ihr wisst selber, dann sind wir in der Lage zu angeln. Und hier haben wir eine kleine Spinnenfarm, ne? Ist doof. Nee, leider hat die Spinne nichts gedroppt. 400 Herzen ist nicht gut. Ich kann von hier halt noch leider keine Angel werfen. Es könnte aber sein, dass Wasser unter uns vielleicht ist. Wir sollten aber auf jeden Fall eine Sache schon mal machen. Wir machen uns eine Angel. Die müssen wir halt auf jeden Fall behalten. Aua. Ja, 3,5 Herzen Schaden ist ganz entspannt für mich. Aber ein Knochen. Ein Knochen, 3 Bone Meal. Wenn es Tag ist und hier ein bisschen ruhiger ist, könnten wir damit Weizen eventuell anbauen. Auch wenn es nicht danach aussieht, aber es ist eine gute Situation. Wir haben 6,5 Herzen verloren, kein Essen mehr, aber wir sind in der Lage, rein theoretisch zu angeln. Ich muss jetzt warten, bis sich das Gras um mich herum noch weiter ausbreitet und an die anderen Dirtblöcke connected. Dann werde ich, ja, mit den 3 Bäumen, die ich habe, so viel Grasfläche wie möglich zu diesen kleinen Grasbüschelchen machen, damit ich hoffentlich einen Weizensamen bekommen kann, den ich dann wiederum anbauen kann. Und sobald ich einen Weizensamen anbauen kann, dann haben wir die Möglichkeit, Essen ranzuholen. Mit diesem Essen kann ich dann ans Wasser laufen und kann dort angeln, womit ich ohne Probleme erstmal genügend Essen ranholen kann, um mich eventuell mal ein paar mehr Blöcke zu bewegen und vielleicht im besten Falle sogar eine Mending-Angel zu angeln. Auf geht's. Ordentlich viele Seeds, bitte. Boah, oh mein Gott, okay. Also wenn jetzt hier kein einziger Weizensamen... Ich darf das nicht so laut sagen. Aber wir kriegen vielleicht durch die Blumen sogar einen Baum wieder zusammen für... Oh mein Gott, ja, ja. Komm, gib mir direkt ein paar mehr. Ja, ist okay. 3, oh mein Gott, okay, okay. Dann machen wir es direkt so. Ich verbrauche die anderen beiden direkt auch hinterher, damit wir einfach so viel Weizen wie möglich schon mal anbauen können. Ja, wir haben jetzt schon mal 3 im Inventar, weil sie sich auch gestackt haben. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Wir haben auf jeden Fall auch eine Blume mit dabei. Wir haben 6 Weizensamen. Wenn die alle gewachsen sind, haben wir 2 Brote. Puh. Und damit können wir uns nicht wirklich fortbewegen, weil wir erstmal voll, also wahrscheinlich erstmal damit nur regenerieren. Es ist ein kleiner Mythos. Man denkt immer wieder, man kann nur Weizensamen anpflanzen, wenn man Wasser hat. Das Einzige, wofür du Wasser brauchst, ist, dass dieses Farmland ein Farmland bleibt. Denn es wird sich innerhalb von einer gewissen Zeit zurück zu einem normalen Dirtblock verwandeln, wenn es kein Wasser umliegend hat. Dieses Farmland wird sich aber nicht mehr verändern, wenn es angepflanzt ist. Und ja, was wir jetzt erstmal machen... Trittsicher machen, dass uns hier kein Zombie irgendwie auf die Idee kommt, das Ding zu zertrampeln. Und ich werde eigentlich, wahrscheinlich, einfach jetzt hier bleiben. Und ich werde halt warten, bis unser Weizen wächst. Wir haben mittlerweile 2 Seeds auf Age 2 und einen Seed mittlerweile auf Age 3. Wir sehen schon langsam den gelblichen Ansatz unseres Weizens. Und eventuell feiern wir unser allererstes Brot bald. Wow. Hier, ich bin immer noch da. Ja, guck mal, was ich hier baue für eine kleine Farm. Boah, bitte gib mir mal ein bisschen... Ey, die droppt mir kein Essen, ne? Oder meinetwegen auch gerne eine Karotte oder eine Kartoffel.
Ah, was haben wir denn hier? 3 Rotten Flesh! Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Die ersten Herzen werden regeneriert. Mit Rotten Flesh nach einer Stunde. Wir kommen auf 7 Herzen. Nicht ganz, 6,5 Herzen. Ist aber vollkommen okay. So, und das ist für mich das Geräusch, bei dem ich spätestens sage, jo, da müssen wir jetzt aufpassen. Denn wenn kein Block über mir frei ist, naja, dann können halt Phantome spawnen. Nach 3 Nächten, die ich nicht gepennt habe. Ich baue mich jetzt gerade mal unter unserer Farm nach unten. Einfacher Grund, sollten wir hier Eisen oder eine Wasserquelle finden, dann könnten wir neben dem Warten auf unser Weizen natürlich auch schon direkt so etwas angeln. Und eigentlich müssten wir dann gar nicht mehr auf das Weizen groß warten. Oh, okay, okay, okay. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Hier kommen wir an Wasser ran und rein theoretisch nicht einmal an wenig. Okay, wenn wir jetzt noch Eisen bekommen könnten, dann könnten wir uns oben sogar einen entspannten Spot machen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Oh, der tut sehr gut. Okay, damit gehen wir jetzt direkt nach oben. Ihr wisst selber, was damit passieren kann. Aber guckt euch mal ganz kurz an. Der Kollege, der geht hier richtig ab. Ihn. Oh mein Gott, er wächst instant. Ein Weizen. 2 Weizen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Wir haben bald ein Brot. Wir können uns auf jeden Fall eine stabilere Plantage hier unten aufziehen. Und zwar leuchten wir dafür dann jetzt einfach nochmal aus. Und können jetzt hier parallel noch mehr Weizen anpflanzen. Okay. Beide haben gedroppt. Und geben 3 Stück. Wichtige Saturation. Ich glaube, wir kommen nach über einer Stunde fast auf Full Life. 9 Herzen ist echt sehr gut. Und er droppt auch. Ein Rotten Flash. Come on, wir sind 10 Herzen. Oh mein Gott, ist das gut. Oh ja, das ist sehr, sehr, sehr gut. Nein. Es ist nicht Baby-Zombie approved. Oh mein Gott, ja klar, der kommt hier durch. Der kommt halt hier durch. Alter, war das knapp. Okay, zum Glück hat er nicht das hier getroffen. Das ist nämlich gerade fertig gewachsen. Oh mein Gott, wie gut. Oh mein Gott, wir haben Rotten Flash. Wir regenerieren easy auf 10 Herzen und ein Brot. Komme ich damit rein theoretisch an die Kante, um dort vielleicht zu angeln? Wir machen's. Wir laufen. Wir nehmen uns alles mit, was wir so haben. Die Fackeln, das Weizen, Holz haben wir alles. Wir nehmen auch den Setzling. Wir nehmen den Setzling mit. Und es geht los. Ich weiß halt nicht, was schlauer ist. Jetzt erstmal regenerieren lassen. Nach so 3 Herzen. Oh mein Gott, wir sind raus aus der Starterbase. Okay, gib mir mal ein paar Herzen. Boah, das wird richtig ekelhaft. Oh nein, da unten ist ja Eis. Kann ich von hier aus die Angel? Kann ich von hier? Ja, das kannst du keinem erzählen. Ich will eigentlich am besten halt an einen Spot kommen, wo ich auf jeden Fall Schätze auch angeln kann. Ich muss auf diesen Block, den ich jetzt abgebaut habe. Eigentlich ist das gut. 2,5 Herzen. Oh mein Gott! Okay, wir kommen der Sache näher. Wir haben die Möglichkeit, Essen ranzuholen. Es ist nur ganz wichtig, wenn ich gleich nochmal die Möglichkeit habe, mit jetzt regenerierten Herzen noch näher ranzugehen, werde ich das tun, um auf jeden Fall mir Schätze angeln zu können. Eine Glasflasche. Also Durst habe ich jetzt noch nicht so viel. So, wir müssen halt wirklich aufs Timing achten und jetzt wird's Nacht. Wir bewegen uns noch näher zum Wasser, um noch stabiler angeln zu können. Boah, auf Eis fühlt sich das hier gerade echt nicht so gut an. Oh mein Gott.
Base Nummer 2 steht. Jetzt können rein theoretisch auch Schätze geangelt werden, da wir auf einen 5x5x4 Becken angeln. Nebenbei wächst der Baum hoffentlich, nebenbei wächst das Weizen und wir bewegen uns in eine Richtung, in der wir hoffentlich jetzt ein bisschen an stabileren Stuff rankommen. Nur das wirklich, wirklich Wichtige ist, eine Mending-Angel zu bekommen, dass wir rein theoretisch in der Lage sind, unendlich oft zu angeln, weil die Mending-Angel sich halt immer wieder durch das Angeln selbst in der Durability auffüllen wird. So, wir haben 8 Fische, die wir brutzeln können mit unserer Kohle. Und jetzt ist es ganz wichtig, wie gesagt, ich angel extra auf eine Fläche, wo wir einen 5x5 Grundriss haben, um auch Schätze zu angeln. Wenn unsere Angel jetzt bald kaputt geht, dann müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern, halt weitere Spinnen zu töten. Oh, er ist gewachsen. Oh mein Gott. Timing, Bro. Sehr gutes Timing. Ja, wir werden auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall ein Campfire. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Loks eigentlich direkt da rein investieren. Denn dann werden wir nie wieder Kohle benutzen müssen. Wie sieht unser Weizen eigentlich aus? Ja, es wächst. Wir haben direkt den nächsten Setzling, was auch sehr wichtig ist. So, was wir aber erstmal machen, ist auf jeden Fall eine Holzkohle. Mit der Holzkohle sind wir jetzt in der Lage, wir müssen noch einmal Sticks machen, dieses Item zu machen. Und dieses Item ist eigentlich so hardcore overpowered. Damit können wir halt einfach ohne Kohle unendlich viel braten. Alright. 4 Setzlinge. Wir machen damit einen 2x2 Baum. Dann machen wir uns hier nochmal eine kleine Vorrichtung. Und angeln auf jeden Fall mal weiter. Über uns ist alles noch safe weiterhin. Wir können uns auf jeden Fall unendlich Essen ranholen. Ein großes, großes Upgrade. Wir machen mal unsere Campfire Station hier hin. Und kümmern uns mal um das allererste weitere Essen mit unserem Campfire. Bis jetzt fehlt noch der erste Schatz, den wir hier angeln. Aber dafür, das Essen summiert sich und wir sind mittlerweile in einer etwas angenehmeren Situation. So, dass man sagen kann, ich kann ohne Probleme vielleicht einfach mal so ein paar Blöcke laufen, ohne direkt Sterbensangst zu haben. Schön. Sehr schön. Angenehm. Also es war mir wichtig. Oh mein Gott, der ist jetzt einfach schon gewachsen, der Kollege. Okay, geil. Noch mehr Holz. Ey, und sogar Rüstung. Es geht voran. Pass auf. Also, dass so viele Pufferfische kommen. 6 Stück ist eine Dreistigkeit. Angel kaputt. Aber dafür eine Menge Essen. Das werden wir jetzt einmal durchbraten. Und dann müssen wir auf jeden Fall uns um weitere Spinnen kümmern. Alright, fahren wir mal unseren Baum ab. Denn wir haben mittlerweile so viel Essen, dass wir auch ohne Probleme jetzt einfach mal hier so ein bisschen laufen können. Komm. Und bitte drop 2 Strings. Oh mein Gott, Doppelstring. Wichtig. Okay. Unser gesamten Kabeljau aufgefuttert. Aber dafür haben wir sehr viel Holz jetzt geholt. Haben neue Bäume angepflanzt. Und wir können uns jetzt erstmal nochmal weiter auf das Angeln konzentrieren. Kann vielleicht jetzt ein merkwürdiger Take sein oder so. Oh, der erste Schatz. Ich will eigentlich gerade nur müssen, also eigentlich will ich eine neue verzauberte Angel bekommen. Aber schon mal sehr gut, dass wir auch auf jeden Fall Schätze bekommen können hier an dem Spot. Wir haben Power 4 Unbreaking 3 Bogen. Der knallt rein. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwann mal einen Infinity Bogen. Aber das ist schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut. Geht weiter mit mehr Fischen. So, die nächste Angel ist wieder down. Wir haben mittlerweile ordentlich Fische zusammen. Unsere Schätze befinden sich hier. Ja, es muss aber noch ein bisschen mehr her. Denn wir haben noch eine Sache vor. Und zwar müssen wir dafür echt ein bisschen laufen. Ich rede nicht davon, dass wir jetzt in den Stronghold direkt wollen oder sonst was. Sondern erstmal zu einer besseren Essens-Ranholen-Methode. Ja, die Phantome machen echt auch Stress. Oh ja, das ist ein Lavasee. Also eventuell werden wir den dann halt benutzen, um in den Nether zu gehen. Denn Essen gibt es auch im Nether tatsächlich. So langsam sollte auch die Sonne hier wieder untergehen. Unsere nächste Mission wird aber jetzt erst einmal sein Spinnen töten, denn wir brauchen erstmal mehr Essen. Ein weiterer String. Damit haben wir auf jeden Fall eine Angel wieder zusammen. Enderperle kann trotzdem nicht schaden. Perfekto. Sowas kann ganz böse enden. Der Schaden und das Weglaufen kombiniert kann mich halt ganz schnell töten. Und, trotzdem sehr wichtig, wir haben jetzt einen Pfeil. Alter.
Mittlerweile spawnen mehrere. Und so ein kleiner Ausflug für eine Angel. Ohne genügend Essen riskiert halt schon mein halbes Leben. Alter, ist das krass. Oder brauche? Ein gutes Buch für eine gute Nachtgeschichte mit Protection 3. Ja, Schaden kann's nicht. Protection wird aber, by the way, nichts ändern an dem Herzen, welches wir Schaden bekommen. Ich möchte halt unbedingt eine Mending-Angel. Ohne Mending-Angel geht hier echt eigentlich gar nichts. Eigentlich brauchen wir auch ein Bett. Da drüben ist eins. Bro, ich stehe legit 10 Blöcke hinter dir. Danke. Bitte. Ey, die Spinnen machen mich krass sauer. Oh mein Gott, Doppelstring. Okay, noch ein paar Pfeile und stabil auch Knochen. Oh mein Gott, eine Spinne. Oh mein Gott. Doppel. Doppeldrop! Oh mein Gott. Damit können wir erstmal schön weiter angeln. Ja, wir müssen, wie gesagt, die große nächste Mission ist eine Mending-Angel. Die brauchen wir. Also ich habe jetzt wirklich sehr viele Fische wieder weggefuttert, um jetzt hinzukommen. Aber das hat sich definitiv gelohnt. Wow, Moment. Das ist der 5. OP-Bogen, den wir jetzt angeln. Das geht echt gut schnell. Ich habe noch keine einzige verzauberte Angel, aber bogentechnisch schon eine ordentlich gute Ausbeute. Infinity-Wert, unfassbar nice. Leute, unsere allererste verzauberte Angel. Wir haben mittlerweile 4 Sättel, 5 Bögen. Wir haben so viele Schätze geangelt. Noch keine einzige verzauberte Angel. Es geht hier wirklich nur um Mending. Mit einer Mending-Angel haben wir das Item, das wir brauchen. Und wir kriegen nur 2. Okay, wir müssen mal wieder auf unsere gute alte Fläche. Ein String. Ist schon mal okay. Okay, die Spinne ist unfassbar nah. Sehr gut. Leider kein Drop. Ich muss mich halt immer wieder unter einen Block stellen, damit keine Phantome spawnen. Enderperle Nummer 2. Und keine. Okay, da liegt ein Doppelstring. Da müssen wir hin. Zwei Strings. Okay, wir haben uns wieder 2 neue Strings besorgt. Wir haben damit eine weitere Angel. Und damit wird jetzt wieder weiter auf die Mending-Angel geschwitzt. Verzaubertes Buch mit Fortune 2, Sharpness 3 und Sweeping Edge 3. Fortune ist eigentlich geil. Wenn wir dann nochmal auf eine kleine Caving-Tour gehen. Okay, nehme ich mit. Es ist so schade. Dann gehen wir mal wieder den frustrierenden Weg der Spinnensuche. Eine weitere Session. 46 Pufferfische spricht aber auch schon echt für sich, ne? Öff. Wir gehen mal hier nach unten. Einfach nur mit der Intention, maybe eine stabile Höhle zu finden, in der wir vielleicht nochmal ein bisschen Eisen ranholen können. Alright, wir haben Eisen. Unser allererstes Eisen hier unten in der Höhle. Aber leider auch nicht so viel. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt Eisen gefunden. Wir brauchen aber eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Rein theoretisch auch eine Eisenspitzhacke. Ich brauche aber mehr Eisen auch für noch Hopper und auch für andere Sachen für die erste automatisierte Essensfarm. Aber damit kriegen wir noch einen Eimer. Damit kriegen wir eine Eisenspitzhacke. Sehr, sehr, sehr gut. Oh mein Gott, eine Spinne. Und mehr Eisen. Kein Drop. Okay,
Okay, noch mehr Eisen. Wir haben jetzt 30 Stück. Damit hätten wir ein Anvil. Oh, und es wurde sogar ein String gedroppt. Never mind, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, wir haben jetzt 36 Eisen. Damit können wir uns einen Anvil machen. Wir haben ja mittlerweile auch ein Fortune 2 Buch geangelt. Das bedeutet, die Diamanten, die wir unten auch gefunden haben, die kann ich mir in Massen abbauen. Also Massen. Aber auf jeden Fall kriege ich ein bisschen mehr raus. Und plus kann ich auch später nochmal Eisen besser damit farmen. Aber trotzdem brauchen wir jetzt noch eine Mending-Angel. Wir sind wieder zurück. Und wir braten einmal das Eisen durch. Und dann machen wir uns auf jeden Fall mit diesem Buch, würde ich sagen, eine Fortune 2 Eisenspitzhacke. Dann gibt es erstmal ein paar Dias. Also wirklich, dass die Schätze aber auch so auf sich warten lassen, ne? Ordentlich Eisen! Wir kümmern uns um einen Anvil. Kostet unfassbar viel Eisen, ja. Aber es ist ein Investment für die Zukunft. Und zwar machen wir uns eine Eisenspitzhacke und hauen uns einmal Fortune 2 rauf, um in Zukunft, wenn wir Eisen, wenn wir Diamanten finden, auf jeden Fall von den Erzen mehr rauszubekommen. Ansonsten könnten wir uns auch noch so nette Sachen verzaubern, beziehungsweise wenn wir halt vielleicht Infinity bekommen werden, dann brauchen wir so oder so einen Amboss später. Dann würde ich jetzt vorschlagen, weil wir brauchen auch erstmal wieder eine neue Angel, dass wir erstmal wieder ein bisschen Zeit unter der Erde verbringen. So, schnappen wir uns mal ein bisschen Gold. Das können wir natürlich auch mit Fortune 2 abbauen. Wir müssen aufpassen, dass wir mit der Spitzhacke wirklich auch immer nur Sachen abbauen, die dafür so auch bestimmt sind. So, hier unten haben wir auch eine Höhle. Und guck mal, wir machen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich habe mir hier gemerkt, dass Diamanten hier am Start waren. Zusätzlich haben wir aber sogar noch eine Spinne. So, dann hoffen wir mal, dass wir einmal auch ein paar mehr Diamanten rausbekommen. Hat sich jetzt schon auf jeden Fall gelohnt. Und wir haben direkt den Doppeldrop. Perfekt, es geht wieder ans Angeln. So, oh. Ja, leider beide nur Single Drops. Aber trotzdem okay. Und Redstone werden wir auch nochmal mitnehmen. Kann man auch jederzeit eigentlich gebrauchen. So, nehmen wir das Redstone hier mal mit. So, also, wir sind wieder oben mit einer frischen Angel. Und ich habe bei dieser Angel Retalk ein gutes Gefühl, weil wir können, Achtung, Attention, wir können jetzt erstmal diese Angel ja auch full machen mit Lure 2. Auf so einen. Wir machen uns auf jeden Fall auch eine Diaspitzhacke, da wir diese natürlich auch noch später brauchen werden, weil wir brauchen Obsidian. Und wir machen uns ein Diaschwert. Ganz simpler Grund, weil wir halt einfach diese Verzauberung haben. Ich will auf jeden Fall Sharpness 3 auf dem Teil hier haben. Mhm. Sehr gut. Danke. Es ist mal wieder ein Schatz geangelt worden. Natürlich keine Angel, sondern ein Bogen. Der sechste. Es ist nicht lustig. Und das ist eine reine Provokation. Mending jetzt mittlerweile auf dem Bogen. Der siebte verzauberte OP-Bogen. Nicht einmal Infinity. Und wenn wir Mending bekommen, dann nicht auf der Angel. So, wir machen mal ein zweites Lagerfeuer jetzt hier noch hin. Und befeuern mal ordentlich das Ganze. Jetzt angeln wir noch viermal mit dieser Angel. Da machen wir uns eine frische. Und dann holen wir uns mal hoffentlich ein bisschen was Neues ran. Bro, ey, die Anzahl an Pufferfischen. Ich habe mittlerweile 80 Stück geangelt. Wir gehen wieder Eisenfarm, by the way. Das macht auf jeden Fall mit Fortune ein bisschen mehr Spaß. Denn wir bekommen aus diesen drei Eisenerzen drei Eisenerz. Geil. Okay, das ist eine Menge Eisen. Also, wir haben jetzt schon wieder 28. Das ist super. Kartoffel! Ja. Auch nice. Die können wir auf jeden Fall auch später noch anbauen. Mineshaft! Oh mein Gott, damit haben wir unendlich Strings und unendlich Angeln. Also nicht unendlich, aber damit kann unsere Mission Infinity Bogen und Mending Angel auch nochmal weitergehen. Juhu, ohne dass wir halt immer wieder Spinnen töten müssen. Geil. Strings Retalk, so ein wichtiges Item für uns. Ja, rein theoretisch können wir halt auch hier Sachen finden. Melonensamen. Melonen können am Ende Instant Healing Tränke bedeuten. Okay.
Das ist interessant. Ein Goldapfel. Und auch die Kürbissamen sind auch sehr wertvoll. Nehmen wir mal mit. Ja, komm, wir haben jetzt rein theoretisch 8 Angeln. Die können wir jetzt erstmal verangeln. So, wir sind zurück am Start mit fast einem Stack Eisen. Richtig vielen Strings, Melonsamen, Kürbissamen, einem Dia. Und ich sag, es wird Zeit für die nächste lange Session. Genau. Oh, warte ganz kurz. Oh nein. Bitte. Wir haben nach Ewigkeiten eine verzauberte Angel. Ich habe so viel geangelt. Ich habe so viele Schätze geangelt. Es ist endlich meine Angel. Bitte lass es diese Mending-Angel sein. Bitte, bitte, endlich. Ist okay. Kann man mitarbeiten. Wir können sie halt dann noch verzaubern und dann haben wir halt Lure 2 und weiter geht's. Bogen mit... Bro, ich brauche Infinity. Aber der ist... Digga, was angle ich hier? Wie lange noch? Weil nicht jeder Stream so. 10 aus... Infinity-Buch! Ja! Oh mein Gott! Ist das gut, endlich! Ich angel keinen OP-Bogen mit Infinity, sondern das Buch direkt. Bedeutet, ich brauche nur noch die Mending-Angel. Nach 12 Stunden wird es auch langsam Zeit. Und dann kann es endlich weitergehen. Der Grind erlebt. Oh, wollen wir mal mit Angel. Jo. Wir haben... Es ist passiert. Es ist passiert. Wir sind fertig. Wir sind fertig mit Angeln. Nur 2 Mending on Breaking 3. Guckt euch die Schätze an. 8 Bögen, 9 Sättel, 6 Nautilus Shells, 2 verzauberte Bücher. Ich habe schon manche schon weggemacht. 5 Name Tags. Das sind alles Schätze. Und wir haben einfach auch das Infinity Buch. Wir können uns einen Power 5 Infinity Flame Bow machen und eine Angel mit Mending, die sich immer wieder selbst repariert und wir jederzeit Essen in der Overworld ranholen können. 2 Uhr nachts und wir sind endlich an dem Punkt angekommen, an dem wir endlich in dieser Challenge wirklich weitermachen können. Ich würde erstmal sagen, und darauf freue ich mich richtig, wir basteln uns erst einmal, also wenn ich diese Kiste sehe, wir basteln uns als allererstes Mal einen OP-Bogen. Der Power 4 bekommt Infinity und dann kombinieren wir diese beiden Bögen. Das ist einfach ein Flame Power 5 am Ranking 3 Infinity-Bogen. Also der scheppert schon auf jeden Fall richtig, richtig gut. Super krasser Bogen, den füllen wir gleich auf und kombinieren den auch nochmal hiermit. Haben unsere super starke Angel. Ich würde sagen, wir organisieren jetzt erstmal ganz kurz das Inventar, räumen hier auf und dann geht es darum, dass wir mal die nächsten Schritte einleiten. Dazu werde ich aber ganz kurz mal das gesamte Essen erstmal auch braten und unter anderem auch unsere gesamten Knochen mal für etwas verwerten. Und zwar machen wir uns mit den Knochen sogar noch mehr Essen. Denn an Essen sollten wir momentan nicht sparen. So, schön die Kartoffeln anbauen. Dann die beiden Bögen. Schön hochgeschrubbt das Ding. Ja, der Bogen ist jetzt eigentlich aktuell maximal verzaubert. Punch könnte man noch überlegen, ob das gut ist. Aber ich glaube, für die Challenge nicht unbedingt so praktisch. So, Inventar geht schon in eine sehr, sehr stabile Richtung. Ich würde sagen, also essenstechnisch, es sieht erstmal so aus, als ob das halt für Jahrtausende wahrscheinlich halten wird. Wird das leider nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Fisch. Zusätzlich auch nochmal ein paar Kartoffeln. Auch sehr, sehr gut. Das ist erstmal okay. Ich glaube, ich gehe nochmal schnell unter die Erde. Fahre mir nochmal ganz kurz ein paar Diamanten. Denn ich brauche auch... Ich brauche Lava. Ich muss halt Obsidian noch abbauen mit der Spitzhacke. Deswegen machen wir das auch nochmal ganz kurz schnell. Ich werde dadurch halt sehr viel Essen verbrauchen. Es wäre echt ungünstig, wenn ich an so einem Punkt nach fast 13 Stunden in der Challenge einfach sterben würde. Ich habe so oft darüber nachgedacht, dass das passieren kann, dass ich mich halt ja jedes Mal so ein bisschen risky hochbaue. Oh, wie gut. Hier haben wir nochmal ein bisschen Eisen. Eisen können wir nämlich natürlich auch nochmal gebrauchen. So, noch einmal 16 Eisen dabei. Ja, dann nehmen wir nochmal den Kollegen mit. 30 Obsidian haben wir am Start. Mit 10 kommen wir rein, mit 10 kommen wir wieder raus. Und die anderen 10, die werden wir für unsere Farm brauchen. Zeig her. Oh, okay. Das wird interessant. Das wird spicy. Einen. 4, 5, 6, 7. Das sind insgesamt...
14 Diamanten für uns. Alright, sehr, sehr gut. Noch mehr Diamanten. Damit sollte rüstungsmäßig 3/4 Dia drin sein, da wir eh gleich Goldrüstung tragen. Ist das eigentlich ein Selbstläufer. Perfekto. Damit gehen wir wieder nach oben. Wir sind wieder zurück an unserer Base mit Eisen, Gold, ordentlich Diamanten. Jetzt geht es darum, alles weiter vorzubereiten für die erste Erkundungstour im Nether. Und wir müssen im Nether auch direkt am Spawn Glück haben. Aber erstmal müssen wir dahin. Wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall erstmal Rüstung. Und zwar eine stabile Prot 4 Hose. Prot 3 Schuhe. Einen schicken Dia-Helm und dazu die Gold-Chestplate. Ich würde sagen, das ist schon eine ordentliche Rüstung, vor allem mit diesen Verzauberungen. Ich glaube, wir gehen tatsächlich jetzt einfach schon mal in den Nether, während wir jetzt hier noch ein paar Sachen für unsere eventuelle automatisierte Farm ranholen. Gehen wir mal in den Nether und gucken überhaupt, ob wir halt am Ende, ob wir halt da überhaupt irgendwas haben, womit wir arbeiten können. Nach fast 14 Stunden das allererste Mal in den Nether. Bin sehr, sehr gespannt. Wichtiger Moment. Und ja, das sieht unfassbar gut aus. Der Spawn ist super, super, super gut. Denn wir haben einen Warp Forest. Wir haben tatsächlich alle Biome. Crimson Forest, Warp Forest, Soul Sand Valley, Nether Wastes. Und da vorne auch ein Basalt Delta. Das heißt, wir bauen eine automatisierte Hoglin-Farm. Und dafür holen wir uns jetzt alle Sachen ran. Keine Ahnung, wo mein Portal jetzt hier steht. Wir brauchen einige Building-Blöcke. Die haben wir hier zusammen. Das sind 256, das reicht easy. Wir brauchen ein paar Slabs. Ich habe extra ein paar mehr. Wir brauchen Dirt, das haben wir. Und zwar 8 Hopper. Die machen wir so. Ja, das frisst halt unfassbar viel Eisen. Aber dafür haben wir uns extra auch sehr viel rangeholt. Nach 40 Tagen das alle erstmal schlafen. Ja, das tut gut. Wir haben jetzt alles zusammen, was wir brauchen werden für unsere Farm, für unsere Konstruktion. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall in den Nether und hoffen, dass alles gut gehen wird. Ey, das ist auch so, so gut, dass wir einen Warp Forest haben. Hier kriegen wir unsere Enderperlen her. Ich meine, irgendwo werden wir auch eine Festung finden. Bestimmt. Okay, wir haben jetzt alles zusammen. Wir haben jetzt genügend Warp-Fungus. Wir werden uns jetzt dort im Crimson Forest auf die Bedrock-Decke begeben. Vorher werden wir nochmal diese Lava abholen, um ja auch eine Funktion zu haben, um die Hoglins zu töten. Und zwar um diese Kollegen zu töten. Alter, also allein wie ein Hoglin mich halt durch die Welt schleudern könnte, kann das schon echt schnell ungeil werden. So, Lava haben wir dabei. Auch super, super wichtig. Und jetzt geht's auf die Nether-Decke. So, perfekto. Das ist direkt ein 127er. Damit gehen wir jetzt auf die Decke. Hat tatsächlich funktioniert. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst gehabt. Und hier oben werden wir uns jetzt um eine Hoglin-Farm kümmern. Das Ganze machen wir auf der Nether-Decke, weil es hier am, am besten funktionieren wird. Und eine automatisierte Farm eh sehr, sehr clever ist. Ich glaube, hiernach werden wir auf jeden Fall genügend, wirklich absolut genügend Essen für sehr viele weitere Aktionen haben. Mit dem Portal kommen wir dann auch auf jeden Fall jederzeit wieder raus. Das ist auch sehr wichtig, dass das erstmal steht. Ich glaube, so eine Farm zu bauen kann jetzt auch unfassbar anstrengend werden, während du halt die ganze Zeit Schaden bekommen wirst. Ja, da müssen wir jetzt wohl aber durch. Und hier machen wir als allererstes eine 13x13 Plattform. Dann platzieren wir jetzt die Spots, an denen am Ende die Warp-Fungus kommen. Also die Mechanik sollte ja relativ selbsterklärend sein. Die Hoglins haben Angst vor den Pilzen und dadurch werden wir sie immer wieder forcieren, in eine bestimmte Richtung zu laufen. Denn hier kommt überall der Warp-Fungus dann halt einmal hin und zusätzlich kommt da nochmal ein Zaun hin. Jaja, macht mich gar nicht nervös, dass das Essen langsam knapp wird. Es wird, also die Farm wird, by the way, auch kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Das muss man auch mal ganz deutlich dazu sagen.
Dann connecten wir die Killing Station auch nochmal so, dass hier überall die Hopper dran sind, dass wir natürlich auch an alles rankommen. So, und durch diese drei Half-Steps werden die Hoglins immer wieder denken, dass sie aus der Farm abhauen können. Aber wir werden sie am Ende dorthin forcieren, dass sie tatsächlich dann doch immer wieder reinlaufen werden. In die Lava. Dann nochmal hier Trapdoors drauf. Und dann oben drauf kommt hier die Lava. Dann nächster sehr, sehr wichtiger Punkt wird sein, die ganze Plattform einmal auszuleuchten. Und das machen wir ganz genau so, dass überall ein Block Platz ist. Okay, das hier ist schon an sich die Farm. Das reicht schon aus. Jetzt müssen wir nur noch nach oben und eine AFK-Fläche bauen. Und da seht ihr es schon. Unsere Hoglins fangen an zu spawnen. Sie laufen unten rein in das Lavabecken, werden verbrennen. Und das Fleisch wird am Ende uns gehören. Und das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert. Sie haben nämlich immer Angst davor, vor den Warp-Fungus, flüchten am Ende in das Lavabecken, werden durch die Trapdoor getrickt und denken eigentlich, dass sie dort hinten, weil wir dort nochmal Half-Steps connected haben, dass sie dort eigentlich dorthin gehen können, was sie aber nicht tun können. Und am Ende sind wir die Gewinner und kriegen ohne großen Aufwand eine Menge, Menge Essen. Und das ganze Essen, das werden wir auf jeden Fall auch brauchen. So, und ihr seht auf jeden Fall, die Hoglins, die spawnen fleißig und ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen AFK stehen. Über 2 Stunden später bin ich wieder zurück und ich bin bereit, um herauszufinden, wie viel Essen dort unten auf uns wartet. Ich habe keine Ahnung, wie effizient diese Farm halt ist. Ich hoffe, dass sie halt einfach effizient ist und halt uns hoffentlich ordentlich was bringt. Wenn die Kisten komplett leer sind, wäre halt unfassbar unangenehm. Und naja, es sieht auf jeden Fall so aus, als ob da Hoglins spawnen. So, na dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, was wir hier am Start haben. Über 2 Stunden Hoglins gefarmt. Wie viel Cooked Pork Chop haben wir am Start? Mal, na gut, hier ist nicht so viel drin. Aber ich würde sagen, das ist unfassbar gut. Das ist super, super viel Essen, das wir uns jetzt rangeholt haben. Wir haben sogar eine Menge Leder. Also dann haben wir jetzt aktuell 16 Stacks Essen dabei. Und damit kümmern wir uns jetzt erstmal darum. Unser Ziel ist ja, Minecraft durchzuspielen. Wir müssen irgendwie produktiv bleiben. Wir gehen jetzt einmal hier raus. Ja, unser Plan wird jetzt erstmal sein. Wir müssen uns halt um einen neuen Nether-In kümmern. Alright, wir sind zu unserem alten Portal jetzt mal rübergelaufen. Und kommen jetzt hier raus. Und jetzt geht es darum, Enderperlenfleisch zu farmen. Und ich glaube, dafür sind wir gut ausgerüstet und brauchen nur ein bisschen Glück. Mehr Enderperlen! Und mehr Enderperlen. Also das läuft halt wirklich gut. Wir haben hier einen so stabilen Warp Forest. 7 Enderperlen. Achso, und eine große Sache, bevor das vielleicht ein großes Thema wird. Piglin Trading ist kein Trading, was ich meinte als große Einschränkung. Das ist nämlich an sich auch eigentlich eine ganz andere Game-Mechanik. Denn ich habe Trading an sich verboten, damit ihr ein bisschen, naja, taktischeres oder neu taktisches Gameplay sehen werdet. Indem ich halt nicht nur trade, wieder Sticks farme und am Ende, wie wir das in der ersten Folge vor 4 Jahren auch hatten, bei einem Metzger unfassbar viel kaufe. So musste ich mir das Essen jetzt auf eine sehr, sehr coole und kreative Art und Weise mal wieder ranholen. Und ehrlich gesagt, naja, er kann mir halt sowieso auch kein Essen geben. Nur sehr gerne ein paar Enderperlen, mein Bester. 8 Stück, let's go. Okay, Retalk, bis jetzt hat er mir basically nichts gebracht, ne? Ach, das funktioniert so gut in diesem Warp Forest. Mit Sharpness 3 und wirklich guter Rüstung. Es fühlt sich nicht gefährlich an. Nummer 10. Nummer 11. Schade. So, ein paar Enderperlen brauchen wir noch. Jetzt nach 18 Stunden, wir haben eine kleine Anpassung an der Challenge gehabt. Wundert euch jetzt nicht, es sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Wenn ich Schaden bekomme, sieht doch extremer aus. Wir mussten am Damage Handling etwas verändern in der Challenge. Es sieht jetzt nochmal ein bisschen krasser aus. Und hoffentlich sieht es auch gleich noch krasser aus mit unseren Enderperlen. Let's go! Ja, und die große, große Frage ist ja dann auch immer noch, wir müssen uns halt darum kümmern, noch eine Festung zu finden. Enderperlen läuft ja alles wunderbar, 12 Stück, wow, Traum. Wir brauchen halt ein bisschen mehr. Ich glaube, wir gehen mal in diese Richtung dort drüben, einfach in der Hoffnung, dass wir vielleicht dort im Warp Forest, der sich ja eben auch noch dort befindet, vielleicht auch nochmal direkt eine Festung finden.
Aber ich sage euch so viel, ne? Sobald wir jetzt eine Festung haben, ich habe meine 10 Obsidian, damit kann ich halt echt gut durchziehen. Und selbst wenn wir jetzt noch ein bisschen Essen brauchen. Ja, irgendwie komischerweise ist hier noch nicht die Festung, die ich eigentlich bestellt hatte. Alter, der hat mich halt so durch die Welt geschoben. Das ist teilweise schon ein bisschen riskant. Hm. Oh, doch. Nummer 15. Also 15 Enderperlen. Es hapert momentan halt wirklich nur an unseren Blaze Rods. Wir haben hier aber eine schöne offene Fläche, in der wir halt weit gucken können. Und hier hoffe ich eigentlich, ein bisschen was hinzubekommen. Sehr gut. Nummer 16. Also weil wir einfach schon zwei große Strukturen dort haben. Also dort eine Bastion und dahinter hatten wir vorher auch noch mal eine gesehen. Ich glaube, der bessere Weg ist vielleicht dort lang. Und sich dann vielleicht eher durch die Wand bauen und dann hoffen, dort etwas hinzubekommen. Leute. Ich habe mal wieder den richtigen Riecher bewiesen. Das ist eine Festung. Und die sieht ehrlich gesagt... Oh mein Gott, die ist ja schon direkt da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es wird ernst. Es wird ehrlich ernst. Wir sind dabei, die letzte Zutat für unsere Enderaugen, für unseren Schlüssel zum Portal ranzuholen. Auf geht's. Oh. Wir haben unseren Spawner. Das heißt, wir müssen gar nicht so weit in die Festung hier reingehen. Ist ja unfassbar gut. Wäre halt ein bisschen angenehmer, wenn der Kollege da ein bisschen weggehen würde. Wenn ich ihn halt one-hitten könnte, dann ist es halt egal am Ende. Er wird aber nicht one-hit sein von dem Power 5, glaube ich. Ja, komm. Egal. Alright. Blaze Rods. Die allerersten. Direkt mal 5 Stück. Auf geht's. Okay. Spawner abgebaut. Wir haben 12 Blaze Rods. 16 Enderperlen. Das sieht absolut schmackhaft aus. Damit begeben wir uns jetzt noch einmal zu unserer Hoglin Farm. Und dann suchen wir uns einen Stronghold.